Wir sind wieder da beim Marken sammeln. Whoopi fucking du. Alter, ich hab's verkackt. Ich hab das Dings aufgemacht. Ich hab die Markensammlung. Das Fenster ist volles Fund über den Effekt drüber gegangen. Nice. War gut, hat mir gefallen. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich weiß nicht, lass doch erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Wo sind wir überhaupt? Fragen über Fragen. Fischadlersäulen. Gibt's doch irgendwas bei den Fischadlersäulen? Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Aber es gibt manchmal was bei dem Zirkus hinten, da wäre ich eben drüber gestolpert. Auf der höchsten Felsnadel neben Ivy's Zirkusspektakel. Ja. Das, genau das. Ja, dann. Ja. Nee. Was machst du denn jetzt? Jetzt war die falsche Richtung. Hier gibt es übrigens auch diese Bäume, von denen ich auch mal ganz am Anfang erzählt habe. Diese Bäume, wenn du hier mit denen interagierst, dann kriegst du hier so ein Apfelding. Und da muss man den zu so einem Dude schleppen, den kann ich vielleicht auch gleich mal zeigen zumindest. Auf der höchsten das ist ja dann da oben. Da oben? Ja, wahrscheinlich mit dem Dings wieder, war mit dem Thermorohr. Ja, I guess, aber... Aber mit dem hier? Nee. Eigentlich nicht mit dem hier sein. Kann man da irgendwie noch hochklettern? Ja, das muss mit dem hier hinten sein. Ah, seh die mal. Seh die Marke? Wie hoch ist sie? Ganz oben drauf. Unlucky. Ah, da kommt man ziemlich easy drauf, wenn man oben... Kommt man noch auf den Dings drauf? Kommt man noch darauf, wo man diesen einen komischen Apparat aktivieren musste? Weiß ich nämlich gar nicht. Ja, vermutlich. Das wäre zumindest relativ hilfreich. Willkommen im Zirkus der Glutbuchtwanderin. Einige der seltensten. Also mit meiner Strategy geht's nicht. Okay, das ist ein bisschen kack jetzt hier. Weil hier ist eigentlich ein Portal gewesen in der Story. Und von da oben kann man ziemlich easy hier da drauf jumpen. Pretty sure. Aber ich weiß halt jetzt nicht. Ja, fuck my life. Wo kann man denn jetzt sein? Das Thermorohr hier ist es aber nicht, ne? Das ist ja. Nee. Gar nicht. Nee, das ist ja nicht mehr ansatzweise hoch genug. Ah. Also das Thermorohr da unten ist halt close. Ja. Aber halt auch noch weit entfernt, so, also. Chirikalkum Erz gefunden. Also das hier. Ja, das habe ich ja eben auch schon mal ausprobiert. Und dann bin ich da Flammenwerfer. Eine Ebene drunter mehr oder weniger gelandet. Das war aber nicht so hilfreich auf jeden Fall. Ah. Ja, da kann man hier landen, aber das hilft halt nicht. Ah. Da geht es nämlich auch nicht hoch. Ja, das ist halt wieder das Ding hier, wo man kann du natürlich aus dem Jumping-Puzzle rauskommst. Richtig, man kann natürlich aus dem Jumping-Puzzle raus das machen. Ja, wir müssen da eh nochmal durchs Jumping-Puzzle. Wahrscheinlich the way to go. Oder wenn man halt nach der Story, wenn man die Story nochmal machen muss. Und das da müsste ja eigentlich auch hier der Berg sein von dem Jungle Puzzle. Naja, ist das auch. Und der hier? Naja. Du siehst da oben, kannst du die Fahnen sehen? Rechts neben dem Steinschädel. Da müsstest du so kleine Fleckchen erkennen können. Auf der Plattform bist du mit der Story. Oder waren wir auch mit der Story? Da haben wir halt nicht dran gedacht, einmal quer drüber zu fliegen, so. Weil wir irgendwelche Marken sammeln wollen. Fähnchen. Die sind. Da. Ach, da, doch, ja. Das ist aber nicht hoch genug, glaube ich. Naja, vielleicht. Glaube ich nicht. Sieht schon aus, ob das ein Zacken hoch ist. Und ganz oben ist noch so ein rötlicher.
ein rötlicher Leylinien-Bims, aber ich weiß nicht ganz genau, ob der wirklich Funktion hat oder ob der nur schön aussehen soll. Der geht aber auch in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, du müsstest mehr oder weniger von da hinten irgendwo kommen. Ne, der geht von da, der geht von oben nach unten, meine ich. Achso, ja gut, das kann ich nicht sagen. Ja, der geht, glaube ich, hinten auf das Dings, ne, auf den mittleren Vulkan da. Ja. Ja gut, also das heißt, hier kommen wir erstmal nicht dran. Wie bei so vielen, apparently. Das heißt, wir gehen weiter. Ja, ich würde sagen, wir gehen... Feld der Erfüllung dann, oder was? Feld der Erfüllung Kalifenstieg, weil ich weiß nicht, Feld der Erfüllung ist, glaube ich, nicht so viel. Feld der, also einer mindestens... Sucht im Quartier der Faultürkönigin nach einem Riss in der Wand. So, machen wir das erstmal. Das hat nicht, ob man da reinkommt. Achso, meinst du, das geht nur während des Kaki-Events, oder was? Das ist aber auch die einzige in dem... Ja, und dann nehmen wir mal die... Thermorohre hier. What? What? Hoffentlich. Da beende ich mal die Aufnahme, das ist gut zum Synchronisieren. Das ist ein super Punkt. Und noch eins weiter? Ne, hier ist es schon, ja. Naja, hier ist das schon. Vorne, ne? Ich weiß halt gar nicht, inwieweit man da reinkommt. Also die Tür ist auf jeden Fall auf. Und fault hier und bash dich da raus. Was? Ne, hat Feuer, oder? Das hier ist übrigens auch ein Raid-Boss, habe ich mal in einem Video gesehen. Also der, also nicht das Faultier, aber es gibt auf jeden Fall auch einen Raid-Boss, der das ein Faultier ist, ne? Nach einem Spalt in der, such nach einem Spalt in der Wand. Okay, also hier war, ich meine, hier wären wir auch schon mal gewesen, haben uns dann gewundert, dass hier nichts ist. Ja. Obviously haben wir es einfach noch nicht gefunden. Ja, ganz obviously. Ein Spalt in der Wand? Ich könnte mir denken, dass das... Lol. Das... Oh. Da. Oh. Oh. Da war ich draußen. Ich dachte mir, du hast den Spalt gefunden, weil du auf einmal weg warst. Hä? Wo ist das denn? No? Alles klar. Da bist du. Okay, dann machen wir das mal ein anderes Mal. Oh, ist das stupid. Hier können wir uns auch nochmal alle Mozart-Tafeln abfragen, die wir sehen, weil uns fehlen noch drei. Ich bin halt immer. Drei? Und die sind ziemlich sicher alle. Also ich lese mal vor, ja. Kalifenstieg. Unter einem Feldsims am Weststrand. West? Nee, ohne Säule. Am Weststrand? Unter einem. Also hier unten irgendwo, oder? Müsste das ja eigentlich sein. Dann. Unter einem. Auf dem dritten Sims oben im Nordwesten des versiegelten Eingangs. Auf einer der oberen Ebenen eines großen Raums nordöstlich des versiegelten Eingangs. Sucht in einigen Öffnungen des Zwillingsschädels. Aha. Sucht in den Felsen zwischen den beiden Zwillingsschädeln. Alter, das war mehr als genug. Oh, hier unten ist auf jeden Fall noch eine Tafel, die wir ziemlich sicher noch nicht haben. I'm coming, yo! Da musst du aber von oben dran. Ja? Die ist nämlich in so einer Felsspalte dran. So, das ist nicht am Strand. Nee, nee. Ich dachte, wir sind gestrandet. Jokes. We made. Und so. Wo denn? Und, wenn du da weiter gehst. Weiter. Ein bisschen weiter noch. Nach. Ja. Ja. Okay. Ja, fast. Ja gut, aber du weißt ja, wo es ist. Das war viel zu Minecraft-Style, habe ich das versucht gerade. Oh, snap. Das wird übrigens auch eine Katastrophe, wenn wir wirklich irgendwann mal die Jumping-Map da machen. In Minecraft. Da wird ja niemand mehr noch klarkommen. Okay, ich habe jetzt 8. Oder Tafel, du auch? Ich hab auch 8, ja. Die haben wir, glaube ich. Ich glaube, es fehlen Tafel 5 und 7. Ja. Die Belohnung ist, enthält einfache Handwerksmaterialien. Really? Ja. Oh, Jesus Christ.
Fuck you. Das ist, die Belohnung ist jetzt nicht so crazy. Das ist also am Weststrand unter einer... Mittlerweile bin ich auch schon nördlich. Schon fast. Ja, aber was machst du denn da auch? Ich meine. Hab's, glaube ich, verpasst. Was ist denn hier? Nein, ich habe eine Mozart-Marke gefunden. Das ist aber 100% nicht die Mozart-Marke, die wir gesucht haben. Wirklich? Ah, ich habe eine gefunden. Komm mal. Aua. Die Kacktürme, ne? Oh ja. Na, welche war das jetzt? Ah, hätte ich vielleicht vorher mal drauf gucken sollen, ne? Ne, es war auf jeden Fall nicht die am Weststrand. Oben irgendwo? Ja, ja. Hier oben. Was kommt man denn da? Von der anderen Seite. Da, ja, da. Kannst du mal. Relativ easy hochklettern. Zeigen. Oh, ne. Zeigen. Aha. Ja. Alal. Warum? Warum hab ich gerade, ohne Spaß, ich hab Zeigen gemacht und hab eine Eventblume bekommen. Dein Ernst? Für was denn? Welches Event haben wir denn gestriffen? Ach, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Sollen wir mal uns die Zwillings... Was sind denn die Zwillingsköppe? Also Köppe gibt es hier einige. Not too sure, was die Zwillingsköpfe sind, so. Though. Wie gesagt, Mozart-Tafeln auch auf jeden Fall nochmal ansprechen. Es dürften ja auch im Endeffekt die gleichen fehlen, ne? Wie gesagt, also mir fehlen 5 und 7. Achso. Nein, ich nehme mal die ganzen. Ich verfolge mal die ganzen Sammeldinger, dann kann ich einfach draufklicken. Mir fehlen in der Tat auch 5 und 7, ja. Wo ist der komische Pirat eigentlich? Da unten ist der Pirat. Ich gebe mal gerade das Dings ab, das, Schiff. Ja, warte. Kenn ich euch? Was da? Wo ist der Pirat? Ja. Dachte, es gibt einen. Das ist jetzt freigeschaltet? Nein, das nicht. Was ist denn das für eine Fehlinformation? Okay, also wie ich dann, dass das ein Achievement ist? Das hat irgendwie nur Fortschritt für zuerst gegeben. Naja, muss ich eventuell nochmal genauer irgendwie. Vielleicht hier im anderen Auge? Guck mal, da ist auch schon einer am Fliegen. Nope, Skriptvorrat. Im Ernst? Da ist eine. Ah, im Nasenloch. Ah, im Nasen. Ja, da komme ich nicht, aber so nicht mehr hin. Ehrlich? Aber vielleicht hier auf dem anderen Kopf? Ach, also da war ja zwei irgendwie bei den Zwillingsköpfen. Sind das die Zwillingsköpfe? So, sind das ja die Zwillingsköpfe. Und der andere Zwilling? Ich bin schnell wie der Wind. Kann auch mal in die Löcher reingucken, so. Ah, ne, der ist empty. Indeed ist der empty. Ne, aber es war auch irgendwie in einem Spalt zwischen den. Achso. Zwischen den. So, wieder an der Westküste. Ah, oh mein Gott, die Tower sind ja mega nervig. Man kann übrigens selbst diesen Effekt abstellen. Und ich kann das ja mal zeigen, abstellen. Und man attackt wie so eine alte Oma, ey. Diese Türme kaputt zu machen ist eine Qual, wenn man Nahkampf tut ist. Und wirklich nur Nahkampf tut ist, dann hat man echt ein Problem. Gut, aber das mal beiseite. Nein! Alalal. Alalal. Hier ist aber auch nichts, ne? Doch, Moment, hier liegt eine Tafel. Ist das, haben wir die schon oder nicht? Okay, ja, ich habe noch eine Tafel gefunden, die wir nicht hatten. Ja. Das ist schon mal gut. Schon mal links. Ich bleib hier auch mal stehen gerade, weil... Beziehungsweise, ne, ich kann einfach mal einen Marker drauf machen. Das macht die Sachen einfacher. Kann ich mich noch weiter bewegen hier? Ich muss da nicht die ganze Zeit draufstellen. Ja, da war irgendwas, war lustig.
mein Gott. Wer geht's da? Ich hab die Tür nicht zugemacht. Das ist übrigens der Grund, warum ich in der Regel die Tür zumache. Alter, okay, Mann. Ich mach mal kurz die Tür zu. Da! Tschuni! Alter, Jesus Christ. Jesus Christ, you are my life. Glaub, zwischen Meanwhile wurde ich hier verprügelt von irgendeinem Jade-Rüstungsding. Hast du eigentlich die Mozart-Marke geholt in der Nase? Nee, oh lol, ja, schon da. Und die Mozart-Nase aus, die Mozart-Marke aus der Nase gezogen? Nee, und? Mal jetzt sofort. Da ist Tricks. Tarek, so. Stimmt, das könnte man eventuell noch machen. Das wäre eventuell. Ja, ne? Also, es fehlt noch unter einem Felssims am Weststrand. Aber mit den Zwillingsschädeln war da auch noch irgendwas, oder nicht? Auf dem dritten Sims oben im Nordwesten des versiegelten Eingangs. Und auf einer oberen Ebene eines großen Raums nordöstlich des versiegelten Eingangs. Na, der versiegelte Eingang ist ja... Achso, in den Felsen zwischen den beiden Zwillingsschädeln, das haben wir schon. Wahrscheinlich die Höhle, die du vorhin gefunden hast. Okay, das heißt, ich gehe jetzt zum Weststrand. Zum Weststrand, ja. Weststrand! Weststrand. Go West. Ich hab schon wieder ins Blau bekommen. Ach, Mensch, ey. Es ist so viel im tiefen Schlaf der Titanen, das ist ja abartig. Ja gut, dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Das heißt, du bist jetzt am Weststrand. Was ist da noch offen? Oben auch noch irgendwas, ne? Ja, auf irgendwelchen Simsen. Auf irgendwelchen Simserimsen. Meanwhile ist das Jade-Konstrukt gespawnt, aber das soll uns jetzt mal nicht tangieren. Und auch irgendwas mit versiegelter Eingang. Juckt mich nicht. Ist ja oben auch noch. Hä, aber haben wir die nicht am Weststrand. Haben wir die am Weststrand nicht vorhin gefunden? Ach nee, das war eine Lerntafel. Nee, das war eine Lerntafel. Aber so in der Kategorie wird die Mozart-Marke wahrscheinlich auch sein. Hier oben liegt noch eine Tafel, haben wir die mitgenommen? So, ich muss noch die andere Tafel mir noch gleich holen. Ja, eine Tafel habe ich ja auch noch markiert, ne? Jetzt muss ich mir aber nochmal durchlesen, wie das war mit den... Kalifen-Dings, da müssen wir drauf achten. Das kann echt nicht wahr sein. Da, auf dem dritten Sims, oben im Nordwesten des versiegelten Eingangs. Nordwesten. Dritter Sims. Dritter Sims von oben? Nee, Moment, was? Dritter Sims? Ich hoffe nur, dass man, in dem Jumping-Puzzle auch runterspringen kann, weißt du, irgendwo, und dann was sammeln kann und dann sterben kann und dann ist man wieder drin, weißt du? Das wird Sachen deutlich sehr viel einfacher machen. Hä? Ich kann hier irgendwas untersuchen, aber... Ich weiß nicht was. Das ist immer gut. Dritten Sims oben im Nordwesten. On a upper tier of a large room. To the northeast of the sea, Nordosten? Oh. Nordost. Ah. Also da hinten irgendwo?
Hier irgendwo. Oder was? Ja, jetzt bin ich ja nur im Norden. Was kann ich denn hier untersuchen, bitte? Da oben drauf. Oh mein Gott. Aber wie kommt man denn da hin? Außer vom Jumping Puzzle. Gar nicht. Darauf ist gar nicht da oben drauf, pretty sure. Okay. Weiß nicht, Mann. Soll ich mal zu dir kommen, um dann zu gucken, was du da untersuchen kannst? Oh, das ist ziemlich sicher die letzte Tafel, die wir noch nicht haben. Die liegt so. Ja, okay, ich hab alle Tafeln. Ja, nice. Hast du dir die andere jetzt schon geholt oder nicht? Ich merke mir einfach, wo die ist. Was kann ich hier untersuchen? Was willst du denn da mal untersuchen? Ja, nix, weil es ja nicht geht.